Das mathematische Verstehen der Programme in der Natur ist der Titel meines Einstiegsvortrages. Und Sie sehen schon, dass es hier nicht um das Wohlfühlen geht und um Baden im Grünen, um das Bestaunen von Blütenpflanzen, sondern um harte Programmlogik. Denn wenn wir die Natur als im Grunde ein großes Computerprogramm verstehen, dann kommen wir jetzt langsam den inneren Abläufen der Natur auf die Spur und können sie für uns nutzbar machen. Ich möchte den Vortrag in vier Teile teilen. Erstmal möchte ich als Ihr Gastgeber Ihnen kurz erzählen, wie es uns geht. Wir sind Ihr Geschäftspartner, wir sind Ihr Gastgeber heute. Sie sollten wissen, wie geht es uns eigentlich, genauso wie es uns interessiert, wie es Ihnen eigentlich geht. Dann möchte ich auf das große Thema eingehen, was die Welt als nächstes verändern wird, nämlich das Verstehen der biologischen Vorgänge, das Verstehen dessen, was die Biologie macht und das nutzbar machen für die Menschheit. Und das sind gewaltige technologische Sprünge, die dort kommen. Ich habe dann einen ganzen Block an Investitionsmöglichkeiten, für die ich kaum Zeit haben werde. Ich werde drüber springen. Sie werden Stichworte hören, aber wir machen ja die Arbeit für Sie in der Fondsselektion und kaufen die Aktien, die heute erwähnt werden, in die Fonds hinein. Jede Aktie, die Sie heute hören, ist in einem der Fonds drin. Mit vielen habe ich schon Geld verloren. Es sind also keine Aktienempfehlungen, sondern ein breites Streifen dessen, was uns in unserem Investmentalltag begegnet. Und ich werde anschließend über das Programm des Tages sprechen. Welche Referenten sind heute hier? Es fängt relativ leicht verständlich an und es wird im Laufe des Tages technologisch von den Schlagwörtern her wahrscheinlich immer komplexer. Halten Sie sich fest an Ihrem Schreibtisch, Notizzettel bereit, denn das ist keine leichte Kost, die heute kommt. Ich bin Betriebswirt, ich habe keine Ahnung von Naturwissenschaften. Ich staune nur und ich glaube, wenn wir dieses Staunen zu Ihnen rüberbringen können, ist das Ziel des Tages erreicht. Das Staunen nämlich über das, was da alles gerade erforscht wird, ohne dass wir unbedingt alles erklären müssen, aber zumindest zu wissen, an was die Wissenschaft gerade forscht und wie uns das verändern wird. Ja, Akathis, wie geht es uns? Wir haben das Value Investing seit 1994 in unserem Programm. Sie wissen, dass wir sehr systematisch, sehr datenbankgestützt arbeiten, Firmen mit starken Geschäftsmodellen, starkem Know-how auch gerne kaufen, dass wir zukunftsorientiert denken, also auch Ansätze der künstlichen Intelligenz verwenden in unseren Fonds und dass wir natürlich auch forschungstechnisch versuchen, dabei zu sein in der Investmentwelt, wo die Musik morgen spielen wird. Assets under Management, Stand Monatsende war 11,3, heute sind wir bei 11,4 Milliarden. Wir haben uns gegenüber dem Tiefpunkt der Krise verdoppelt und dafür danke ich allen Anlegern. Sie haben ihren Part dazu beigetragen, indem sie uns Geld anvertraut haben. Wir haben das versucht, mit der Performance dann zu steigern. Mich kennen Sie, Sie wissen, ich hatte es bereits erzählt, ich bin Betriebswirt mit einer McKinsey-Ausbildung, einer war beim Bankhaus Metzler. Und seit 1994 bin ich der Sprecher der Geschäftsführung der Akathis, damals noch ein Zwei-Mann-Betrieb. Heute sind wir um die 40 Personen. Wir haben im Jahr 2021 einige schöne Ziele erreicht und überschritten. Wir haben die 10-Milliarden-Grenze überschritten, Assets under Management. Wir haben im Akathis Garnier Value Event Fonds die 5-Milliarden-Grenze überschritten. Wir haben im Akathis Aktien Global Fonds, unserem ältesten Fonds seit 97, die 500-Millionen-Grenze überschritten. Im Akathis Latini Value Flex Fonds die 500-Millionen-Grenze überschritten, aktuell 600 etwa. Und alle Aktien, die heute erwähnt sind, sind in einem dieser beiden Fonds zu finden. Wir haben 500 Millionen Euro in Österreich erreicht als Absatzvolumen. Wir haben in der Nachhaltigkeit nach Artikel 8 der EU-Transparenzverordnung inzwischen über 5 Milliarden an Assets under Management und in der strengeren Stufe 9 auch über 500 Millionen Euro bereits investiert. Wir bewegen uns inhaltlich auch. Zunächst mal erfreulich, dass das sich Ganze in positiver Performance im letzten Jahr und auch im aktuellen Jahr widerspiegelt, in erheblichen Mittelzuflüssen. Was mich persönlich freut, ist, dass unsere AI-getriebenen Fonds, also die Fonds mit der künstlichen Intelligenz, eine sehr schöne, sehr gleichmäßige Outperformance liefern. Wir machen eine monatliche Performance-Messung und die AI-Modelle schlagen uns Menschen sehr regelmäßig, egal welches Modell wir da anwenden. Auch das ist erfreulich, denn ich möchte im Grunde, dass der Computer einen Teil meiner Arbeit erledigt. Und was für uns auch wichtig war dieses Jahr, das Thema Nachhaltigkeit. Da ich manchmal nicht ein- und aus weiß, welches Nachhaltigkeitskonzept denn wirklich zum Ziel führt, haben wir unsere Kunden gefragt.
Und wir haben etwa 20 Kriterien, die unsere Kunden als sehr wichtig bezeichnet haben, streng kodiert und in unseren Anlageprozess für die Artikel 8 Fonds umgesetzt. Das Bild da rechts ist ein Little Planet Bild. Wenn man genau hingucken würde, würde man zum Beispiel den Stefan Risse oder den Thomas Bosch unten sehen, die gerade Bäume pflanzen. Ein Kahlschlaggebiet im Sauerland, im Bergischen Land. Und wir haben in einer Nachhaltigkeitsaktion uns festgelegt, 20.000 Bäume davon dorthin zu pflanzen. Ein schöner gemischter Wald. Und davon sind die ersten 3.500 Bäumchen gesetzt und auch schon gut angewachsen. Frau Hohlfall hat es gerade angesprochen. Warum machen wir eine Value-Konferenz? Und zwar eine, die ein unübliches Format hat, ein sehr fachbezogenes Format. Wir reden heute, also das Wort Lagarde wird jetzt zum letzten Mal vorkommen. Draghi ist nicht unser Thema, die Bundespolitik ist nicht unser Thema. Wir wollen uns beschäftigen mit den Dingen, die die Welt wirklich verändern. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Wir haben damals den Herrn Dr. Huslage hier gehabt. Das war gerade in der Mitte des VW-Skandals, der uns ankündigte, wie das wie die E-Plattform für VW aussehen wird. Die Autos sind heute da und verändern bereits den Marktauftritt in der ganzen Elektromobilitätsszene. Wir haben über das vegetarische Fleisch gesprochen. Wir haben über die Avatare gesprochen, da rechts oben. Wie kann ich mein Gesicht auf jemand anders drauflegen? Wie kann ich mich auf die meine Stimme auf jemand anders drauflegen, mein Gesicht auf jemand anders drauflegen, die Welt täuschen, Deepfake, alles möglich mit künstlicher Intelligenz. Und wir haben auch über virtuelle Realitäten gesprochen. Rechts unten ein Bild von Bentley Systems, die von Baustellen digitale Zwillinge erstellen. Und ich vermute mal, vom Berliner Flughafen gab es keine digitalen Zwillinge, auch in Stuttgart wahrscheinlich nicht. Mit solchen Werkzeugen gelingt es, große Projekte viel, viel besser nachzuvollziehen. Und heute eben ein anderes Thema. Weg von den Metall- und Computerdingen, rein in die Zelle. Und dazu habe ich einige Zitate, die mich immer wieder faszinieren. Ich fange mal an mit dem Richard Feynman. Ich kann nur jedem empfehlen, der sich so ein bisschen interessiert dafür, die Bücher von Richard Feynman zu lesen, ein Physik-Nobelpreisträger. Er war damals bei der Entwicklung der Atombombe mit dabei. Ganz großartiger Forscher. Er hat damals bei dem Space Shuttle-Unfall aufgeklärt, warum es in der Luft explodiert ist. Und er sagte mal, there is plenty of room at the bottom. In unserer physischen Welt ist der Platz begrenzt. Sobald ich runtertauche in die Zelle hinein, ist auf einmal unglaublich viel Platz. Und wir sehen das gleich bei den Größenvergleichen, was sich in Zellen tut, was sich auf der molekularen Ebene tut. Da ist richtig viel Platz für Forschung, für Werkzeuge, für Analysen und so weiter. Dann ein Physiker, ein deutscher Physiker rumänischer Herkunft, Stefan Hell, der an der Lichtmikroskopie gearbeitet hat und der hat mal erzählt, dass er so ein Denkmal von Ernst Abbe gesehen hat, wo die Auflösung des Lichtmikroskops beschrieben ist. Da geht es um die Wellenlänge des Lichtes. Und er sagte, na, das ist ein Gesetz, das ist ein Stein gemeißelt, das breche ich jetzt mal. Und wir können heute Dinge erforschen, die unterhalb der Wellenlänge des Lichtes liegen, weil er Werkzeuge erfunden hat, Mikroskope erfunden hat, die tief reinschauen können, bis auf die atomare Ebene runter. Und dann meine tägliche Arbeit, wo ich ab und zu mal vom Stuhl runterkippe, weil ich Texte lese, die mich wirklich umwerfen. Und das ist aus einem Conference Call der Firma Amyris. Sie können sich vielleicht noch erinnern an die Präsentation von Evolver hier vor ein paar Jahren zum Thema, wie kann man Enzyme einsetzen und modifizieren. Und dann kommt die Firma Amyris, die wir haben beide im Portfolio, zusammen auch mit der Codexis. Wir haben 17 neue Enzyme eingeführt in Hefe, also die werden praktisch in Hefe insertiert, haben 53 Gene verändert, etwa 500.000 verschiedene Varianten dieser Hefe untersucht und mehr als 1.500 Fermentationsprozesse gestartet, um die richtigen Kandidaten zu finden. Das sind Zahlengrößenordnung in der Forschung, die früher nicht möglich waren, wo man mal so ein bisschen im Labor ein bisschen gemixt hat und gehofft hat, dass was Gutes rauskommt. Ein systematisches Forschen nach neuartigen Enzymaktivitäten. Und ein anderes Ereignis, das war am Opernplatz in Frankfurt. Ich bin darüber marschiert in das Sofitel. Und da saß eine Firma, eine dänische, die hieß Genmap,
Ja. MAP, denkt man mal, humane Antikörper, irgendwie Gene, kann man sich vorstellen. Und dann dachte ich, oh, hoffentlich ist das nicht zu langweilig. Das Mittagessen war gut. Und dann sagen die, we will produce, we have a pipeline of knock your socks off products im Jahr 2025. Und wenn eine Firma solche Worte in den Mund nimmt, dann nicht, weil sie es mal so ein bisschen so rumprobiert und hofft, sondern weil sie wissen, wir haben technologische Veränderungen in unserem Produktportfolio, die die Welt verändern. Und gerade vor ein paar Tagen ist ein neues Medikament von denen zugelassen worden, zusammen mit Janssen. Und auch wenn wir von BioNTech einen Vortrag hören, auch die arbeiten mit Genmap zusammen. Die sind überall unterwegs, eine faszinierende Firma, die im Krebsbereich Großartiges leisten wird. Und da lese ich das als Investor. Ich forsche ja dauernd, ich schaue, wo passiert gerade was und denke, irgendwas ist hier im Gange, was dramatisch ist. Und wo führt das hin? Es geht heute um sehr viele kleine und sehr viele Dinge und um das bessere Verstehen, was die Natur uns eigentlich vormacht. Die Natur hat viele, viele Prozesse schon programmiert. Wir kennen sie nur noch nicht. Und je schärfer wir hingucken, desto besser wir in die Natur hineinhorchen und sehen, was sie da eigentlich tut, desto mehr können wir das für uns nutzbar machen. Und darum der Titel der Konferenz, Zurück zur Natur. Lass uns doch mal schauen, was dort passiert. Heute sind wir im Grunde noch Blindgänger in der Welt der Natur. Wir verstehen so wenig. Das geht um Optimierung von Molekülen für die Pharmakologie, also für die ganz konventionelle Pharmaforschung. Aspirin ist so ein ganz konventionelles Molekül, sehr einfach aufgebaut und es funktioniert im menschlichen Körper. Es geht dann um komplexere Dinge, nämlich wie kann ich dem Körper eigentlich klar machen, auf was er seine Abwehrkräfte richten soll, also die Immunantwort des Körpers auf die externen Eindringlinge zu optimieren. Und es geht um Genmodifikation, sodass also praktisch fehlerhafte Gene im Menschen repariert werden können. Es geht aber auch um Lebensmitteloptimierung. Warum muss ein Weizenkorn auf einem langen Stängel sitzen, der nichts bringt? Ich kann ja auch den Stängel verkürzen und die volle Kraft in das Weizenkorn hineinsetzen. Auch da tut sich sehr, sehr viel. Und schließlich um das Thema Hefen, um bestimmte biologische Vorgänge enzymatisch zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt heute mehr in dem medizinischen Bereich, aber die anderen Themen sind nicht deswegen weniger wichtig. Zwei programmatische Bilder zu dem Thema der medizinischen Entwicklung. Und darum ist heute der Vortrag von dem Dr. Schneckenburger so wichtig, denn links auf diesem Bild sehen wir die Rizinuspflanze. Stefan Schneckenburger war lange Jahre Leiter des Botanischen Gartens in Darmstadt. Wir haben viele botanische Reisen mit ihm unternommen. Und ich erinnere mich, wie wir in Madeira auf einer biologisch interessanten Insel waren. Und er zeigte auf eine Rizinuspflanze und sagt, das ist eine der stärksten Gifte, die es überhaupt gibt. Und links, das ist eine Rizinuspflanze. Die ganze Medizin der letzten, ich sag mal, 1000, 2000 Jahre und speziell auch zu Beginn des 19., des 20. Jahrhunderts, war im Grunde Beobachten dessen, was in der Natur vorkommt, das Isolieren und pharmakologisch Verwerten. Dieses ganze Aspirin kommt ja aus der Weide, ist ein Wirkstoff, den man nutzen konnte, ohne dass es eine Pharmaindustrie gab. Und man hat einfach gesehen, das wirkt in der Natur, das kann man auch bei Menschen anwenden und da funktioniert es irgendwie. Das war eigentlich der Großteil der Medizin bis vielleicht 1900 und darüber hinaus. Da werden wir gleich einen tollen Vortrag dazu hören. Ich komme nochmal darauf zurück, was dort Thema sein wird. Dann kam so die Phase der Entdeckungen und des wissenschaftlichen Herangehens. Und in der Mitte habe ich mal so Hefepilze aus der Petrischale. Penicillin ist durch zufällige Entdeckung im Labor entdeckt worden, weil man beim Stehenlassen von so einer Petrischale merkte, da ist so eine Hefe, die breitet sich aus und tötet anderes ab. Andere Bakterien, die da irgendwo drin sind. Eine Zufallsentdeckung, die man, glaube ich, über 15 Jahre dann in ein Medikament verwandelte. Aber eine Zufallsentdeckung. Dann der wissenschaftliche Ansatz der 70er und 80er Jahre, die Masse macht es. Man nennt das High-Throughput-Screening. Wir probieren einfach alles mal aus. Und da habe ich hier diese Pipetten auf der rechten Seite. Man hat wirklich Schränke mit
Molekülen, die millionenfach durchgetestet werden im Labor, um zu gucken, ist da irgendetwas dabei, was funktionieren könnte? Und wenn es funktioniert, dann gucken wir mal, ob das vielleicht in der Maus funktioniert und dann vielleicht auch im Menschen. Massenversuche, aber ohne zu wissen, wonach man eigentlich forscht. Und ein Paper aus dem Jahr 2019, das viel zitiert worden ist, sagt im Grunde, dass wir auch bei vielen Krebsmedikamenten zwar eine Wirkung haben, aber im Grunde gar nicht wissen, was wir tun. Ich denke so an so ein Billardspiel, das vielleicht abgedeckt ist. Ich stoche da mit meinem Stab da rein, glaube, die grüne Kugel zu erwischen, aber im Grunde erwische ich die rote, die dann gegen die weiße geht, die dann gegen die grüne geht und am Ende fällt die grüne Kugel ins Loch hinein. Irgendetwas passiert, ich habe eine Wirkung bei der grünen Kugel, aber wie das Ganze zustande gekommen ist, habe ich nicht wirklich verstanden. Und jetzt in den nächsten Jahren, in diesen Jahren, verstehen wir allmählich, was sich da wirklich im Innersten der Zellen tut und können zielgerichtet dagegen angehen. Ich hatte den zweiten Teil, die Enzyme, die ich heute relativ kurz nur behandeln möchte. Da denkt man, wofür brauche ich Enzyme? McKinsey sagt, dass man vielleicht 60% aller Produkte enzymatisch verbessern könnte. Enzyme sind bei uns Alltag, Alltag auch des Menschen. Schauen wir mal links oben, das gern getrunkene Bier. Das ist ein Begleiter, ein Zivilisationsbegleiter des Menschen. Gärung war schon immer ein Teil der menschlichen Kultur. Einfach auch, weil bei den schlechten Wasserqualitäten des Mittelalters einfach etwas Vergorenes gesünder war und sicherer war als etwas als Wasser aus der Brunnenquelle. Und darum ist Bier, Hefe, Wein ganz eng miteinander verbunden. Das führt dann in angenehme Zivilisationseffekte hinein. Der Whisky zum Beispiel, wir haben hier diesen wunderbaren Artback Alligator Whisky, einer meiner Lieblingssorten. Und das ist natürlich auch ein enzymatischer Prozess, der davor steht, bevor dann mit der Destillation begonnen wird, um dieses wunderbare Getränk zu produzieren. Brot, ein Menschheitsbegleiter, wieder mit Hefen hergestellt, wir denken gar nicht drüber nach, aber die Hefe macht eigentlich die Arbeit in dem Brot. Der Joghurt, meine Frau isst gerne Skyr, diese isländische Variante, alles mit Hefepilzen hergestellt. Und schließlich der Schweizer Käse natürlich. Wo kommen die Löcher her? Die Hefen machen das. Das ist sozusagen der Lebensmittelbereich, mit dem wir sehr vertraut sind. Ich gehe mal auf die Stufe drunter und habe den wissenschaftlichen Bereich der letzten Jahre. Links unten ein Bild von der Firma Amyris, da geht es um die Verbesserung von Stevia. Stevia aus der Stevia-Pflanze ist heute recht bitter und mit enzymatischen Prozessen schafft es Amyris, dieses Stevia aus einer bitteren Variante in eine gefälligere Variante zu verwandeln. Ich gehe mal auf das dritte Bild, das sind die beiden Männchen, die man dort sieht. Die schütten da was rein in einen Bioreaktor und auf der einen Seite geht da Plastik rein, auf der anderen Seite geht dort eine Hefe hinein oder ein Enzym, ich bin mir nicht ganz sicher. Und innerhalb von 24 Stunden geht mit diesen beiden Zutaten, verwandelt sich dieses Polyethylen aus den Plastikflaschen in Originalmoleküle, die man wiederverwenden kann und wieder in die chemische Produktion zurückführen kann. Ein Recycling mit Hilfe von Hefen und Enzymen. Und rechts unten, das kennen Sie alles aus der Waschmittelwerbung, Enzyme, die es heute möglich machen, Waschmittel mit 40 Grad in Waschmaschinen mit 40 Grad zu betreiben, statt mit 100 Grad, weil die Enzyme den Schmutz und die Verunreinigungen sehr effizient rausholen können. Was passiert hier eigentlich? In meiner Wahrnehmung ist das ein sogenannter Lollapalooza-Effekt. Und den Begriff habe ich von dem Charlie Munger, das ist ja der Kollege von dem Warren Buffett, der manchmal ganz prägnant die Dinge auf den Punkt bringt. Und er sagt, Lollapalooza, also irgendwas ganz Dramatisches, ganz Großartiges passiert, wenn mehrere Dinge aufeinander kommen und sich gegenseitig positiv verstärken. Wenn zwei, drei ganz starke Kräfte zusammenwirken, entsteht was Neues und wir stehen gerade am Anfang eines solchen neuen Zeitalters in der Biologie, in der Enzymforschung, in der medizinischen Forschung. Und das haben wir beim Internet erlebt. Wir denken heute, Internet, das war ja schon immer irgendwie da, aber das entstand aus Einzelbauteilen. Unter anderem die Maus war wichtig dafür.
eine bildgebende Oberfläche, anstatt diesen komischen Zeilen gelb auf braun oder grün oder wie auch immer, dass man Bilder hatte, dass man die Daten in Pakete zerlegen konnte und verteilt über das Internet schicken konnte, wo sie am Ende sich wieder zusammenfügen. Die Browser-Erfindung war wichtig, dass ich mir die Sachen noch angucken kann und so weiter. Und so ist aus 3, 4, 5 verschiedenen Dingen plötzlich was ganz Neues entstanden. Ich denke mal, heute sind etwa 2,5 Milliarden Menschen über Facebook irgendwie miteinander verkoppelt. Früher war das Maximum der Kontakte durch ein Telefonbuch definiert mit vielleicht 1,5 Million Telefonteilnehmern. Wir haben uns ein vernetzt in einer Welt, in einer Art, die wir nie erwartet haben. Und ich glaube, das, was wir im Internet erlebt haben über die letzten 25 Jahre, steht uns in der Biologie bevor. Was ist das? Es ist riesiges Datenmaterial, günstige Analysewerkzeuge und geringe Kosten. Technologisch haben wir einige Durchbrüche. Die habe ich auf der linken Seite mal dargestellt. Wir haben die künstliche Intelligenz, hier mit AI abgekürzt. Wir haben CRISPR, das ist die Technologie, um in die Gene hineinzuschneiden und sie zu verändern. Wir haben das sogenannte Sequencing der nächsten Generation. Da geht es darum, die Genanalyse schneller und besser zu machen. Wir haben die mRNA-Technologie. Vor einem Jahr hätte keiner aus dieser Runde gewusst, was das eigentlich ist. Heute weiß es jeder und kann natürlich genau hoch und runter deklinieren, wie es geht. Aber diese mRNA-Technologie ist auch ein Game-Changer in der Pharmakologie. Auf der rechten Seite Kosten und Effizienz. Es wird alles billiger. Die Computerleistung wird immer besser und billiger. Die Datenspeicherung wird immer mächtiger. Die Sequenzierungskosten für das Gen gehen runter. Und wir kommen immer weiter runter von der Verkleinerung unserer Prozesse. Unten die großen Volumina. Wir haben endlich riesige Datenberge. Viele Menschen, die ihre Gendaten analysiert haben. Viele Gendaten selber. Viele Zellen, die wir analysiert haben. Also Menge, Kosten, die Technologien kommen zusammen, verstärken sich und es kommt plötzlich ein hoher Nutzen für die Menschheit dabei heraus. Klein. Wir gehen immer kleiner runter in unserer Forschung. Ich habe hier diesen Rotfilter mal gezeigt. Den habe ich mir vor ein paar Tagen bestellt für meine Schwarz-Weiß-Kamera. Da kann ich also die Filterung einstellen von Dunkelrot Richtung Infrarot stufenlos. Damit kommen die Wolken in Schwarz-Weiß-Fotos viel besser raus. Dann gucke ich da hin und da steht Wellenlänge 530 bis 750 Nanometer. So, jetzt gibt es ja dieses Abbe'sche Gesetz und das sagt einfach, die Auflösung kann nicht unter, ich glaube, die halbe Wellenlänge runterfallen. Also mit einer solchen Wellenlänge des Lichtes kann ich keine Objekte erfassen, die wesentlich kleiner sind. Ja, aber wie komme ich dann runter in die Viren und die Moleküle? Wie soll das denn eigentlich gehen? Schauen wir uns mal die Größenordnungen an. So, das ist mal so eine Skala in Nanometern abgetragen, logarithmisch, also immer Zehnersprünge. Und da habe ich rechts den Tennisball, der ist 10 cm groß, das sind 100 Millionen Nanometer. Dann gehe ich runter um den Faktor 100 in die Millimetergrößenordnung. Die Krebszelle ist etwa 1 Million Nanometer groß, also 1 Millimeter. Dann komme ich runter zu den Bakterien, die sind etwa 10.000 Nanometer groß, also 10 Mikrometer. So ein menschliches Haar liegt vielleicht bei 50 Mikrometern. Wir sind bei der Größe von Haaren. Jetzt kommt der Virus, nochmal ein Zehntel kleiner, 1.000 Nanometer, also 1 Mikrometer. Dann kommen die Antikörper nochmal rein. Und jetzt merken Sie, wir sind schon an der Auflösungsgrenze des Lichtes. Hier komme ich mit dem normalen Mikroskop gar nicht mehr weiter. Der Antikörper 100 Nanometer, das Glukosemolekül, also ein Protein 10, und ich bin beim Wassermolekül von 1 Nanometer. Das heißt, wir sind jetzt in Bereichen, wo man mit Licht überhaupt gar nichts mehr anfangen kann, konventionell. Wir brauchen komplett neue Verfahren, um das zu verstehen. Und ich möchte nochmal erinnern, Computerchips sind im Moment, die Leistungsgrenze ist bei 2 Nanometern, ich weiß nicht, ob man das Schichtdicke nennt oder Leitungsdicke, da ist gerade IBM dabei. Industriestandard ist vielleicht 10 bis 20 Nanometer. Also wir kommen in Bereiche vor, wo mit Licht gar nichts mehr geht, man komplett neue Verfahren braucht. Viel. Ich habe mal versucht rauszukriegen, wie viel ist denn eigentlich viel, wie viele Zellen haben wir? Und ich bin Laie, also die Zahlen mögen
für einen Fachmann vollkommen daneben sein. Aber das, was ich finde, heißt, wir haben 30 Milliarden menschliche Zellen, von denen sich 300 Millionen Blutzellen jeden Tag erneuern. Da ist richtig was los bei uns im Körper. 300 Millionen frische Zellen jeden Tag, ein unglaublicher Umschlag. In 100 Tagen habe ich mich größtenteils wieder erneuert als Mensch, weil ein größter Teil der Zellen sich in 100 Tagen wieder komplett ausgetauscht hat. Pro Kubikmillimeter Blut zwischen 500 und 1600 T-Zellen. Das sind die kleinen Angreifer, die die Immunantwort auslösen. Jede T-Zelle hat wiederum 100.000 Rezeptoren auf der Oberfläche. Und jede T-Zelle ist immer auf ein Antigen spezialisiert. Die kreist durchs Blut und findet genau die Stelle, wo sie hin muss. Und wenn sie dort ist, dockt sie an und signalisiert der Immunantwort, hier musst du was tun. Und dann die Antigene. Ich dachte, das sind so ein paar. Also wir kennen alle das Spike-Protein, das ist ein Antigen. Aber es gibt offensichtlich 40 bis 70 Milliarden verschiedene Antigene. Und dann überlegt man sich mal, wie viele verschiedene Eindringlinge im Körper gegen unsere Abwehrkräfte arbeiten. Das sind Milliardengrößenordnungen, also richtig viel, das man da analysieren muss. Stellen Sie sich das mal vor, links die Angreiferfront, die Bakterien, die Viren, die Pilze, die Krebszellen gegen die B-Zellen, die T-Zellen und die Antikörper. Da ist eine Milliardenschlacht im Gange in unserem Körper, wir wissen es eigentlich noch gar nicht. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum Arzt, da gehen Sie heute hin, und er sagt dann, ich vermute, Sie haben mit Ihrer schniefenden Nase und dem roten Gesicht einen bakteriellen Infekt. So, und da endet das im Regelfall. Der Arzt weiß heute im Regelfall nicht, was Sie haben. Er sieht ein paar Symptome, denkt, da gehe ich mal mit einem Standardantibiotikum rein, das wird schon helfen. Das heißt, wir sind auf der linken Seite in der Medizin vollkommen blind heute und auf der rechten Seite sind wir auch ziemlich blind. Wir haben so ein paar Standardprodukte und hoffen, dass das irgendwie wirkt. Und dann sagt der Arzt dann typischerweise, und wenn es nicht anschlägt, sagen Sie in der Woche Bescheid, dann probieren wir mal was anderes. Versuch und Irrtum. Und die Lösung unserer medizinischen Probleme muss im Grunde darin bestehen, auf der linken Seite zu verstehen, welcher Angreifer ist da, und auf der rechten Seite zu verstehen, wie attackiere ich oder wie zerstöre ich diesen Angreifer. Und das schöne Thema ist eben, dieses Jahr haben wir als Bevölkerung mitverfolgt, wie das Ganze abläuft und wie heute die Analysen erfolgen. Wir wissen alle, was ein PCR-Test ist. Also wir können heute genau sagen, du hast diese Viren im Körper und wir können die Antikörperzellen gegen diesen Virus. Das heißt, wir haben im letzten Kalenderjahr gelernt, wie das funktioniert und können nun zielgerichtet behandeln. Billig. Das geht auch nur deswegen, weil wir die Sachen bezahlen können. Wenn ich heute auf die Zeil gehe, MyZeil und dann bei Centogene so einen Gentest machen lasse, PCR-Test, der kostet 69 Euro. Die erste volle Gensequenzierung eines Menschen im Jahr 2000 hat etwa 2 bis 3 Milliarden gekostet. Nun ist das nicht ganz das Gleiche, aber die Kosten für diese Analysetechniken sind runtergekommen. Ich hätte vor 10 Jahren nicht einen PCR-Test anbieten können, das wäre unbezahlbar gewesen. Das geht eben erst seit wenigen Jahren, seit die Kosten so dramatisch gefallen sind. Und Sie kennen alle das Moore'sche Gesetz von den Computern her. Da sagt man, das ist eine logarithmische Kurve, das wird jedes Jahr 20% billiger. Aber die grüne Kurve bei der Gensequenzierung zeigt, dass es sich wesentlich beschleunigt hat und heute das menschliche Gen vollständig für etwa 1000 Dollar sequenziert werden kann. Für Laien geht es auch für 100 Dollar, da macht man eben einen Durchlauf, aber das wird ja dann eben 10-mal gemacht häufig, dann wieder verglichen, sodass also effektiv für die seriöse Forschung Kosten von etwa 1000 Dollar dastehen. Und unsere Firmen, die wir im Portfolio haben, berichten über diese fallenden Kosten. Die Firma Amyris, die ich gerade erwähnt hatte, schrieb, die Kosten für die Produktentwicklung sind um 90% gesunken, die Zeit zur Markteinführung hat sich um 80% verkürzt. Und sie haben ihren Durchsatz um den Faktor 1000 steigern können mit 100-fach geringeren Kosten. Also unglaubliche Effizienzgewinne und Schnelligkeitsgewinne in der Forschung und in der Produktentwicklung. Rechenkraft. So, was ist denn das? Wir sind ja alle Fachleute geworden im letzten Jahr. Das ist eine Zelle mit dem Spike-Antigen auf der Oberfläche. Eine Computersimulation mit 305 Millionen Atomen.
jedes Atom im Computer durchsimuliert und dargestellt. Und das geht nur mit der Rechenkraft, also heute jetzt mit NVIDIA-Superprozessoren, auch die Aktienportfolio. Und sie planen dieses Jahr 1 Milliarde Atome in eine Simulation hineinzupacken. Und sie wollen dann schreiben über einen neuen KI-Workflow, KI, also künstliche Intelligenz, der innerhalb von 5 Monaten 4,2 Milliarden Moleküle durchtesten möchte und innerhalb von 24 Stunden neue Produkte zu entwickeln. Das ist atemberaubend. Das hat es vor einem Jahr noch nicht gegeben. Und das heißt eben für die Medikamentenentwicklung dramatische Verbesserungen. Dann höre ich über die Firma Schrödinger. Schrödinger, Sie kennen alle Schrödingers Katze aus der Physik, aber Schrödinger ist eine amerikanische Firma, die Moleküle optimiert. Und die sagen, sie haben im ersten Halbjahr des letzten Jahres 37 Milliarden verschiedene Wirkstoffe durchgetestet. Alles im Computer. Da ist nirgendwo mal ein Chemiker mit so einem Reagenzglas da gestanden. Alles im Computer durchsimuliert, verschiedene Varianten. Und er schrieb, ich denke, wir stehen am Anfang einer industriellen Revolution. So sieht das aus. Da wird mal 1 Milliarde Computersimulationen eines Moleküles werden da erstellt. Ich denke mal für Aspirin und Varianten zum Aspirin. Und die Frage ist dann einfach, wie könnte man das Aspirin besser verträglich machen? Und dann nimmt man das Molekül und hängt was dran und verändert das und verkettet das irgendwie. Und da kommen 1 Milliarde Varianten im Computer raus. Von dem pickt man sich mal 1000 raus, schiebt die dann durch einen künstliche Intelligenz-Lernalgorithmus, stellt die Eigenschaften fest und nimmt dann mit diesem Bewertungsalgorithmus, geht dann auf die 1 Milliarde und gibt den Schulnoten. Du bist ein guter Kandidat, du bist ein guter Kandidat. Und dann werden, das ist auf der unteren Achse zu sehen, vielleicht mal 10 herausgepickt, erfolgversprechende Kandidaten. Die werden dann im Labor hergestellt. Und ich weiß nicht, ob eine Maus die dann zu sehen bekommt, der Mensch sicher noch nicht. Aber von denen haben 8 gute Chancen, ein neues Medikament zu werden. Es ist unglaublich, was sich da tut. Und es wird im Regelfall auf etwa 10 verschiedene Eigenschaften getestet. Das ist Verträglichkeit, das sind Gegenwirkungen des Körpers, Wirksamkeit. Es kommen wirklich optimierte Medikamente da heraus. Dann haben wir dieses wunderbare selbsterklärende Bild. Wie Sie alle wissen, ist das ein Convolutional Neural Network. Man sieht es sofort. Da geht es darum, welche Proteine kommen eigentlich raus, wenn ich vorne dem Ribosom eine bestimmte Programmieranweisung gebe. Den Zusammenhang beherrschen wir nicht. Wir kennen die Proteine. Das sind so ganz verknollte, man sieht das in der Mitte, so ein verknolltes Ding. Man weiß aber nicht genau, wie man dahin kommt, genau dieses Protein zu erzeugen. Man kann es aus der Natur abkupfern. Aber zu sagen, ich mache jetzt eine bestimmte Programmanweisung da rein, damit hinten was rauskommt, das gelingt nicht. Aber im letzten Jahr ist es annäherungsweise bei 2 Proteinen gelungen. Wer macht das Ganze? Die Firma Google. Innerhalb der Firma Google, also Alphabet, gibt es eine Einheit, die diese künstliche Intelligenzleistungen vollbringt. Und die haben die Schachcomputer, die Go-Computer entwickelt und gehen jetzt an die seriösen Dinge ran, wie Proteinfaltungen zu optimieren. Auch das ist für die Medikamentenentwicklung ein unglaublicher Durchbruch. Und schnell. Die Biotech-Branche ist wahnsinnig schnell geworden. Ich habe hier aus einer Präsentation, ich hatte das auch ein Gespräch mit der Firma Abcellera, folgende Zitate. Es geht nochmal um die Covid, also die tatsächliche Erkrankung und um die Bekämpfung. Wir wissen, dass der Mensch Antikörper produziert gegen den Virus. Und welcher Antikörper ist eigentlich jetzt der wirksame gewesen? Was Abcellera gemacht hat, sie haben aus einem genesenen Patienten praktisch alle Antikörper mal herausgeholt, herausanalysiert, haben dann innerhalb von wenigen Tagen 50 erfolgversprechende Antikörper gefunden, die wirksam sein könnten und haben eins davon isoliert und gesagt, das könnte es sein. Und das wurde dann im letzten halben Jahr bei 400.000 Patienten bereits eingesetzt. Also von dem Lernen, was ist denn das überhaupt für eine Erkrankung, letzten Januar, bis zur Erstellung eines Medikamentes aufbauend auf Antikörpern, etwa ein Dreivierteljahr vergangen. Wahnsinnig schnell.
Ja, und wahnsinnig schnell geht es auch bei BioNTech. Wir haben heute BioNTech auch als Redner präsent an der Weltkonferenz, als letzten Redner. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Firma solche drastischen Sprünge macht. Das sind die Analystenschätzungen für BioNTech. Wir starten das Jahr 2020 mit einem Umsatz von 500 Millionen und springen auf 12 Milliarden ein Jahr später. Kennen Sie irgendeine Firma auf der Welt, die jemals so einen Sprung gemacht hat? Und meiner Ansicht nach sind die Zahlen komplett unterschätzt. Der Produktpartner Pfizer rechnet mit 26 Milliarden Dollar Umsatz. Die deutschen Analysten schätzen hier 12 Milliarden. Ich vermute, da steckt noch einiges drin. Und ich habe es noch nie erlebt, einen solchen Sprung. Ich habe viele interessante Schnellentwicklungen erlebt, aber noch nicht eine 24-fachung des Umsatzes innerhalb von einem Jahr. Und so strotzt auch, ich möchte das mal so sagen, die Firma BioNTech vor Optimismus, denn BioNTech ist keine Krebsforschungsfirma. Es ist keine Corona-Forschungsfirma, keine Impfstofffirma, sondern ein Krebsforscher. Und sie berichten hier auf dieser Seite von 4 verschiedenen Plattformen, die sie gerade in der Erprobung haben gegen Krebs. Und das ist das wirklich Spannende an der Firma BioNTech. Und darum ist der Vortrag heute konzentriert auf die Krebsbekämpfung und nicht oder nur zu ganz kleinen Teilen auf den Impfstoff. Was passiert denn eigentlich in der Biologie? Was macht denn die Biologie? Und ich habe ich bin ja Betriebswirt, wie gesagt, ein ganz einfaches Weltbild. Biologie ist für mich Programmierung. Ich bin drauf gekommen, weil ich diese Dame erlebt habe, Ada Jonath, eine der Nobelpreisträgerinnen, jetzt muss ich mit dem Gendern aufpassen. Für diese Entdeckung haben mehrere Nobelpreisträger einen Preis bekommen, ein männlicher, ein weiblicher. Und Ada Jonath ist die Preisträgerin gewesen 2008 für die Erforschung des Ribosoms. Eine ganz interessante Dame, ältere Dame, die in Haifa forscht, aber auch in Heidelberg geforscht hat. Und die hat das Ribosom ganz wunderbar beschrieben. Ribosome sind in jeder Zelle drin, etwa 100.000 Stück oder noch mehr. Und sie sagt eigentlich, das ist die Maschine, die alles, die Programme dekodiert. It is a machine that gets instructions from the genetic code. Also da kommt die Programmieranleitung angereist in das Ribosom hinein. Sie wissen alle, dass wir die Programmieranweisungen in der Biologie, die setzen sich aus 4 Buchstaben zusammen, A, C, G, T. Das ist sehr ähnlich wie beim klassischen Programmieren, die 0 und 1. Und die laufen so als Kette, wie so ein Telegrammband hinein oder wie so ein Tickertape in der Börse, hinein in das Ribosom. Und auf der anderen Seite kommt ein Protein heraus. Also, es nimmt den Genetic Code and operates chemically, also chemische Reaktion, in order to produce the product, nämlich das Protein. During the work, they work very fast and very well and very accurately. They have to proofread the result, also da darf nichts Falsches rauskommen, and to protect the product. Es muss also erhalten bleiben und nicht zerstört werden. This product is a protein. Das Produkt, das aus dem Ribosom rauskommt, ist ein Protein, and we call it the cellular machine. Und damit bin ich im Grunde bei einem einfachen Computer in jeder menschlichen Zelle 100.000-fach vorhanden. Der nimmt Anweisungen und programmiert sie und am Ende kommen Proteine raus, aus denen unser menschliches Leben besteht. Darum sage ich, im Grunde ist die Biologie nur ein Computerprogramm. Links kommt die mRNA rein, dann das Ribosom macht die Arbeit und das Protein am Ende, das kann ein Antigen sein, das kann ein Antikörper sein, ein Hormon oder ein Enzym. Da kommt eine Immunreaktion raus, bei der Erkältung oder bei Corona, da kommt vielleicht in den Krebszellen habe ich sogenannte Neoantigene, die provozieren die Immunreaktion auf diese Krebszelle drauf. Es kommen Hormone raus, die zum Beispiel beim Zuckerabbau helfen, bei Diabetikern oder Enzyme, die chemische Reaktionen steuern. So sieht das Computerprogramm für ein komplettes Huhn aus. Das kann man also wirklich ausdrucken und in ein Buch fassen. Das habe ich fotografiert in London. Da hat man das Huhn in einer Ausstellung mal dargestellt in seinen Varianten und dann einfach ausgedruckt, um ein Huhn zu programmieren, muss ich diesen Code einsetzen. Damit ist das Huhn noch nicht fertig. Da gehört noch viel, viel anderes dazu. Aber wenn ich hier einen Buchstaben verändere, kommt ein anderes Huhn dabei raus. Eins mit braunen Federn, weißen Federn,
mit einem großen Kamm, einem kleinen Kamm, lautes Gackern, leises Gackern. Diese Programmcodes steuern die Erscheinung des Huhns. Ja, und dann wird alles ganz einfach für mich als Betriebswirt. Ich habe hier vorne den Programmcode und da habe ich Firmen wie zum Beispiel Illumina, die mir den entziffern. Dann habe ich hinten ein Protein, das wird in der Pharmakologie zum Beispiel in Bioreaktoren eingesetzt, um Insulin zu produzieren. Da gibt es eine Firma in Deutschland, die heißt Sartorius, eine andere, die heißt Merck. Die machen diese Bioreaktoren und da passiert dann eben diese Produktion der Wirkstoffe. Dann habe ich die verschiedenen Reaktionen drauf. Da habe ich eben eine BioNTech, die produziert die Antigene, damit eine Immunreaktion kommt. Da habe ich Firmen wie Regeneron, Gilead oder Genmab, die die Antikörper produzieren, die direkt wirken. Die Novo Nordisk, die Hormone produzieren. Und dann Firmen wie Evolva, Codexis oder Amyris, die Hefen designen. Und Firmen wie Novozymes oder Christian Hansen, die aus diesen Enzymen dann biologische Produkte machen. Und das ist ökonomisch interessant und deswegen sind wir ja auch heute zusammen. Wenn Sie diese Firmen mit ihren Umsatzentwicklungen sich anschauen, das sind jetzt die Firmen aus dem Biotech-Sektor im Aktienglobalfonds, dann sehen Sie, was sie für rasante Umsatzentwicklungen durchgemacht haben, teilweise Verzehnfachungen innerhalb von 10 Jahren. Das ist eine unglaubliche Dynamik und das ist der Grund auch für die heutige Konferenz. Da passiert was. Da passiert was ökonomisch und wir als Investoren wollen diese Gelegenheiten ergreifen. Zum einen, um ökonomisch zu profitieren, zum anderen aber auch, weil unsere Lebensdauer sich durch diese Firmen verändern wird und wir uns darauf einstellen müssen. Ich mache es jetzt relativ kurz, denn ich will nur noch streifen, welche Firmen angesprochen werden könnten. Da bitte ich Sie, das selber nachzulesen. Aber wir haben in unseren Portfolien sowohl drin die ganze Technik, das ist auf der linken Seite, die Gerätetechnik, die Analysetechnik. Wir haben die ganze Welt des Testens. Irgendjemand muss ja auch diese Tests durchführen, also Ihren PCR-Test zum Beispiel. Irgendjemand muss die Labormäuse auch bereitstellen, an denen das erprobt wird. Wir haben die ganze Thematik der Suche, also der Discovery, nämlich das Forschen dessen, was dort passiert. Und dann die Produzenten von Lösungen, nämlich Antibiotika oder Antimykotika, also gegen die Pilze, die Antigene, die Antikörper, die Hormone, die Enzyme und schließlich die Therapien, die direkt auf die Zelle gehen und da den menschlichen Körper oder tierischen Körper direkt verändern, um zum Beispiel Erbkrankheiten zu eliminieren. Und jetzt streife ich locker drüber. Da haben wir zum Beispiel die Firma kurz davor, wir kommen gleich dazu, aber es geht hier um die T-Zellen. Dort geht es darum, einfach rauszukriegen, welche T-Zellen wie fest sich binden. Da misst man auf molekularer Ebene, wie fest kleben die aneinander. Und es gibt einfach Firmen, die dazu Datenbanken aufbauen, um das Ganze herauszubekommen. Die Firma Personalis zum Beispiel hat sowohl die menschlichen Gene komplett abgedeckt, als auch die Reaktion des menschlichen Körpers darauf. Also die stellen praktisch eine Landkarte des Körpers und seiner Immunreaktionen dar. Hier kommen die Immunantworten rein. Das heißt, der Mensch ist definiert sowohl durch sein Repertoire an Bekämpfungsmitteln als auch durch das, was er in seinen Genen drin hat. Und da geht es um eine komplette Landkarte der Angreifer und der Verteidiger. Und es wird so schön gesagt, die komplette Krankheitsgeschichte eines Menschen ist in seinen T-Zellen enthalten. Ich kann dort ablesen, auf was er sich in seiner Lebensgeschichte eingestellt hat, in der Krankheitsbekämpfung. Und aus den T-Zellen des Menschen kann ich sozusagen die Karte der persönlichen Entwicklung eines Menschen nachzeichnen. Dann geht es um die Bilanz der Krankheiten. Da geht es nun auch um die, hier geht es um 58 Milliarden Immunrezeptoren, die potenziell in einem Menschen enthalten sein können, also die praktisch das Krankheitsgedächtnis des Menschen darstellen. Das ist hier die Firma Adaptive Biotechnologies. Über die Firma Schrödinger, beide Sprechweisen sind möglich. Bei der Molekülsimulation, über die hatten wir bereits gesprochen, 10 Eigenschaften, die optimiert werden. Wir hatten aber in den Enzymen
Letztes Jahr auch schon darüber gesprochen, wie kann ich vegetarische Lebensmittel fleischähnlicher machen, indem ich künstliches rote Blutkörperchen hineinpacke, die beim Braten wunderbar brutzeln. Auch da sind wir in den letzten Jahren deutlich vorwärts gekommen. Ich kann diese Gene mir bauen lassen. Das macht zum Beispiel eine Firma wie Twist, wo sie ihr Excel hinschicken und es kommt ein Genstrang zurück. Wir haben gesprochen über die Firma Illumina, die die Sequenzierungsmaschinen baut, die in jedem großen Labor der Welt präsent ist. Wir haben die Firma Sartorius kurz gestreift. Der Kollege nannte es den Porsche unter den Bioreaktoren. Ohne eine solche Firma aus Göttingen wäre es nicht möglich gewesen, die Impfstoffe so schnell zu entwickeln. Wir haben über die Firma BioNTech gesprochen und hören mehr noch dazu heute, über individualisierte Krebstherapien der Zukunft und die Firma Genmap, die ich am Anfang erwähnt hatte. Da geht es um Duobody und Hexabody Antikörper. Der eine führt hin zum Krankheitserreger und holt sich dann zur Bekämpfung eine T-Zelle hinzu, sodass praktisch der Abwehrkampf des Körpers direkt an die Stelle gerichtet wird, wo die Krankheit sitzt. Ein Medikament ist schon draußen, das Medikament Darzalex. Ein neues ist gerade in den letzten Tagen zugelassen worden. Da kommen diese Nocciosox-Produkte her im Bereich der Krebsforschung, die wir in den nächsten 4 Jahren erwarten können. Regeneron mit den Antikörpern, Novo Nordisk in dem riesigen Wachstumsmarkt des Diabetes. Viele Menschen auf der Welt haben Diabetes. Etwa 700 Millionen ist die Schätzung für die nächsten 20 Jahre. Davon ist nur die Hälfte diagnostiziert. Davon ist wiederum nur die Hälfte in Behandlung. Davon ist nur die Hälfte wiederum in einer guten Behandlung. Und davon ist wiederum nur die Hälfte, die wirklich eine effektive Verbesserung ihres Zustandes erreichen. Ein riesiger Markt noch, der da vor uns liegt, den wir mit Enzymen und Hormonen angehen können. Ich hatte über die Enzyme gesprochen. Novozymes, eine dänische Firma, die Waschmittelindustrie, die Tests von der Eurofins. Und damit bin ich durch mit meinem Spaziergang durch die faszinierende Welt der Biologie, die wir langsam verstehen oder anfangen zu verstehen. Das Thema ist ziemlich komplex. Es wäre mir wichtig, dass Ihnen nur als Eindruck des heutigen Tages bleibt, da entsteht etwas ganz Großes. Ganz groß in dem Sinne, dass sich unser Leben verändert, dass Heilungschancen da sind, die bisher nicht da waren, dass sich unsere Lebensdauer verändert, dass die Lebensmittel möglicherweise besser werden. Also wir kommen in eine gesündere, ältere Welt hinein durch diese Veränderungen. Und auf der anderen Seite die Investmentseite. Es entstehen neue Investmentgelegenheiten, die in der Vergangenheit so nicht existiert haben. Vergleichbar mit der Entwicklung des Internet, die vor 25 Jahren startete. Die Top-Firmen von damals sind heute noch dominant. Amazon, Microsoft, Google sind etwa 20 Jahre alt, also in ihrer Internetgeschichte 20, 25 Jahre alt und sind heute die dominanten Spieler. Und ich bin mir relativ sicher, dass in diesem Spektrum, das wir heute abgedeckt haben, die Gewinner der nächsten Jahre drinstecken. Nur nochmal zum Vergleichen. BioNTech ist von 0 Börsenbewertung in 1,5 Jahren auf 50 Milliarden gesprungen. Es ist dramatisch, was da passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei einigen dieser Firmen ähnliche dramatische Veränderungen geschehen. Wir wollen Sie relativ leicht in das Thema hineinführen. Leicht nicht im wissenschaftlichen Sinne, aber vom Verständnis der Dinge, die da passieren. Und darum ist der erste Vortrag von Professor Steffen Pauls vom Senckenberg Natur, von der Naturforschenden Gesellschaft Senckenberg in Frankfurt, eine bürgerliche Stiftung seit ungefähr 200 Jahren. Faszinierende Forschung. Und die Springschwänze, also für mich diese kleinen, die sehen aus wie Ohrenkneifer in Pfützen, die haben mich auf die Idee gebracht, wir müssten eigentlich darüber sprechen, was können wir sehen über die Natur, ohne das menschliche Auge einzusetzen. Und wenn ich mit dem Professor Pauls spreche über den Biber, der an der Nidda seine Burg gebaut hat,
über Tümpel, in denen ich feststelle, da ist vor 3 Tagen ein Frosch durchgequakt, über die Luft aus irgendeiner, ich sag mal, arktischen Probe oder antarktischen Probe. Man kann sagen, da waren folgende Vögel, die da in der Nähe waren. Das ist unglaublich, was da analytisch möglich ist. Und Professor Pauls wird die technischen Möglichkeiten, diese Analytik heute zeigen und Faszination hoffentlich für das Thema wecken. Der zweite Vortrag heute, oder der zweite Fachvortrag heute und der dritte Vortrag heute Vormittag kommt von Privatdozent Dr. Stefan Schneckenburger, ein guter Freund von uns. Ich muss mal Folgendes sagen, mein erster Eindruck von Stefan Schneckenburger war, als er in einer Wiese verschwand. Wir waren auf einer botanischen Wanderung auf Kythira in Griechenland unterwegs und wir dachten, wir gehen jetzt wandern, meine Frau und ich. Und nach 100 Metern sah man ihn nur noch in der Wiese herumkriechen, weil er eine seltene Orchidee gefunden hatte. Und dieses Interesse an dem, was um uns herum passiert, ist eine Eigenschaft von Stefan Schneckenburger. Der kann einen durch die Natur führen und sagen, hier ist was Interessantes, da ist was Interessantes. Hier findet Sex unter Pflanzen auf höchstem Niveau statt. Also er kann es auch wirklich spaßig und interessant rüberbringen. Und was so schön ist, er bringt die Verbindung auch zur Natur. Man kann mit ihm auch über die Wirtschaft sprechen, also die Inflation, die in Faust 2 dargestellt wird über das Papiergeld, das dort gedruckt wird, ist ein wunderbares Thema, mit dem Sie lange mit ihm diskutieren können. Heute spricht er über Shakespeare, über die Giftpflanzen bei Shakespeare, über die Heilpflanzen bei Shakespeare. Und wir sehen dort, was die Welt vor ungefähr 500 Jahren, wusste bereits über die natürlichen Kräfte und die Heil- und Arzneimittel der Natur. Spannend, amüsant und inspirierend. Ja, Professor Wilczynkas, auch forschungstechnisch mit dem Senckenberg-Institut verbunden, aber er forscht in Gießen an der gelben Biotechnologie. Er hat also ein Hirschkäfer ist das. Also mir liegen die Tiere nicht so unbedingt. Aber die haben ja noch mal wieder die Insekten, von denen es wiederum Milliarden von Arten gibt, haben ja wiederum eine ganz andere biologische Zusammensetzung als Menschen und Säugetiere. Und wenn man dort mal mit ihm forschungstechnisch ins Gespräch kommt, sieht man, dass zum Beispiel uns über die Spinnenseide, dass wir da sehr wenig wissen und sehr viel entnehmen können, dass manche Krankheiten von Insekten sehr, sehr gut biologisch bekämpft werden. Und ich glaube, wir werden heute viel darüber lernen, was wir aus Insekten, aus der gelben Biotechnologie in unsere menschliche Welt hinüberziehen können, was uns helfen könnte, wiederum gesünder zu werden oder ganz komplett neue Werkstoffe zu finden. Auch das wird faszinierend werden. Der erste Vortrag am Nachmittag. Wir dürfen das Investieren nicht vergessen. Meine Lieblingskolumne im Euro am Sonntag ist auf der linken Seite zu finden, in jeder Ausgabe, eine Kolumne von Julia Groß. Sie schreibt über die allerneuesten Entwicklungen in der Medizin und der Biologie. Nicht alle sind investierbar, aber sie hat einen sehr guten Überblick, was sich investmenttechnisch dort tut. Und sie wird heute 3 Themengebiete aufgreifen, die sich spannend anhören, die ich aber selber nicht gut verstehe. NK, Natural Killer Cells, das hört sich mehr nach Tarantino-Film an. Aber ich erwarte, dass wir da einige interessante Firmen sehen aus Bereichen, die erst noch kommen werden. Fast schon ein Freund, Professor Christoph Merten. Wir erfreuen uns gemeinsam daran, dass in der Findung der richtigen Krebsbekämpfungsmedikamente Fortschritte gemacht werden, die er macht. Sie haben ihn vor ein paar Jahren schon erlebt. Da geht es darum, an menschlichen Tumorzellen zu erproben, welche Medikamente bei diesem Patienten wirken könnten und welche wahrscheinlich nicht wirken werden. Es gibt Evidenz dazu, dass das funktionieren könnte. Also an Tumorzellen kann man Vergleiche machen. Wenn sein System zeigt, diese Medikation könnte anschlagen, dann ist eine Wahrscheinlichkeit dahinter, dass es auch funktioniert. Wenn seine Werkzeuge, sein Apparatkasten sagt, das könnte
es wird wahrscheinlich nicht erfolgen. Dann haben wir bisher auch beobachtet, dass da auch nichts rauskommt. Ganz frühes Stadium. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren da ein Diagnostikwerkzeug schaffen, das es ermöglicht, Krebsbehandlungen zielgerichtet durchzuführen und nicht nach Versuch und Irrtum. Da könnte was ganz Großes entstehen. Er ist extra aus Lausanne angereist, die weiteste Anreise, und wird heute über die allerneuesten Ergebnisse der Forschung sprechen. Und schließlich die ultimative Behandlung von Krebs, nicht nur das zufällige Finden von Medikamenten, die funktionieren könnte, sondern die körpereigene Antwort auf den körpereigenen Krebs, den will uns die Firma BioNTech in den nächsten Jahren liefern, auf einer ihrer 4 Technologieplattformen. Es beginnt mit der Immunisierung gegen Standardkrebsarten und endet bei der wirklich körpereigenen Analyse. Du hast Krebs Nummer 27b und wir geben dir ein Medikament, das exakt diese Variante in deinem Körper mit deinen Antikörpern behandeln wird. Ein absolut spannendes Programm, keine leichte Kost für heute, enormes Potenzial für uns als Menschheit, enormes Potenzial für uns als Investoren auch. Und auch wenn Sie nicht alles verstehen, ich verstehe auch nicht alles, aber wenn Sie den Eindruck kriegen, hier tut sich was Fantastisches, dann ist der Zweck des heutigen Tages erfüllt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Leber. Kommen Sie doch gerne mal zu mir hier in die Ecke. Ich schaue mal auf mein Fragentool und lade Sie noch mal herzlich ein. Wir hätten jetzt noch so 10 Minuten bis zur Pause Zeit, auch Fragen noch mal zu diskutieren. Eine haben wir auf jeden Fall schon mal bekommen. Wenn der Test von Medikamenten so viel besser geht, warum jammern die Analysten, dass zu wenige Medikamente in der Pipeline sind, die Erfolge versprechen? Fragt einer unserer Zuschauer. Ja, die Revolution kommt gerade erst an. Gehen wir 3 Jahre zurück. Vor 3 Jahren, denke ich, wäre diese schnelle Entwicklung eines Impfstoffes nicht möglich gewesen. Ich glaube wirklich, dass das letzte Jahr ein revolutionäres Jahr war. Also ich sage das nicht so dahin. Ich glaube, da hat sich unglaublich viel getan. Ich habe das selber miterlebt im wissenschaftlichen Austausch. Also unter anderem bei dem EMBL, also dem Heidelberger Molekularbiologischen Institut, aber auch bei den Nobelpreisträgern in Lindau, die sich ausgetauscht haben zu dem Thema, auch bei der Frankfurter Goethe-Uni, immer wieder Webkonferenzen, die ich da erlebt habe, wo Forscher sich kurzschließen. Und einer der Forscher aus, ich glaube San Francisco war es, sagte, die Sequenzierung des Coronavirus ist schneller gelaufen, als der Virus sich selber verbreiten konnte auf der Welt. Das heißt, die Forscher haben unglaublich gut zusammengearbeitet, auch wirklich gemeinnützig zusammengearbeitet. Die Praxis der Umsetzung war wahnsinnig schnell. Also was BioNTech da oder auch andere Impfstoffhersteller auf die Beine gestellt haben, war wahnsinnig schnell. 60 sind angetreten. Ich glaube, 4 oder 5 sind durchgekommen mit ihren Impfstoffen innerhalb von einem etwa halben Jahr. Die Zulassungsbehörden haben darauf reagiert. Das heißt, wir haben wirklich eine neue Doktrin da praktisch etabliert, die aber erst zu Veränderungen führen wird. Wenn wir über die Erprobung von Medikamenten sprechen, und das Gespräch hatte ich gerade mit dem Professor Merten vor ein paar Tagen, ich muss die Krankheit selber auch beobachten. Bei einer Krebserkrankung, wenn ich im Regelfall vielleicht 3 Jahre habe zwischen verschiedenen Therapien und dazwischen eine Pause, dann muss ich im Grunde die 3 Jahre abwarten, bevor ich da irgendeine Aussage machen kann. Im Grunde ist der menschliche Körper und die Antwort des menschlichen Körpers der physische Engpass. Ich werde in der Vorphase schneller, aber das Ganze dann in die Zulassung hineinzutragen, das dauert immer noch sehr lange. Das ist ja im Grunde, sind das ja auch die Argumente der Impfkritiker, die jetzt sagen, das ist so wahnsinnig schnell gegangen mit diesen Impfstoffen, deswegen trauen wir denen auch nicht und deswegen lassen wir uns auch nicht impfen, weil wir doch gar nicht wissen, wie entwickelt sich diese Corona-Krankheit, welche langfristigen Folgen hat die und welche Folgen hat die Impfung. Aber da sind Sie dann relativ gelassen und sagen... Gut, ich habe immer wieder mal die Zwischenergebnisse angeschaut. Und bei Impfstoffen geht es ja im Grunde um die Verbesserung der Immunantwort. Also man zählt die Antikörper, die im Blut sind. Und ich habe es jetzt bei BioNTech sehr gut erlebt, aber das kann man auch bei CureVac erleben, auch in Investorengesprächen. Die Immunreaktion, die Antikörperzahl hat sich innerhalb von etwa 1 bis 2 Wochen verhundertfacht. Und das reicht eigentlich aus, um eine Immunisierung zu erreichen. Und es wurde sehr, sehr offen kommuniziert, A, darüber, wie die Immunantwort sich entwickelt, B, welche Zusatzstoffe da reinkommen,
welche Wege pharmakologisch gegangen werden. Also will ich die Einstichstelle reizen oder will ich sie nicht reizen? Das ist der Unterschied zwischen CureVac und BioNTech zum Beispiel. Mhm. Die Kommunikation war extrem offen und darum ist mein Vertrauen darin, dass die Impfstoffe, die wir jetzt haben, auch gut sind, sehr, sehr hoch. Mhm. Von Zuschauerseite her haben wir im Augenblick nicht mehr, aber ich habe mir schon noch ein paar Notizen gemacht und mir ist aufgefallen, oder ich glaube, herausgehört zu haben, dass viele der Unternehmen, die Sie heute genannt haben, ihren Sitz in Deutschland haben. Auch unsere Vorträge sind heute deutsch, das hatten wir ja schon ganz anders. Das macht mir irgendwie Hoffnung, dass bei diesem Thema Deutschland gut dasteht. Können Sie das bestätigen? Finden Sie viele Unternehmen in Deutschland? Also soweit ich weiß, ist die Grundlagenforschung in Deutschland ziemlich gut. Mhm. Ich hatte das Gespräch vor ein paar Jahren und die Frage war, müsste man nicht viel mehr Geld reinstecken? Muss man natürlich immer, aber die Max-Planck-Institute, die Fraunhofer-Institute, ein EMBL als europäische Forschungseinrichtung, die Schweizer Institute sind alle ganz gut ausgestattet mit Geld. Also in der Grundlagenforschung, glaube ich, sind wir gut. Das ist einer der wenigen Bereiche eigentlich, wo Europa weltweit wirklich einen Vorsprung noch hat. In vielen anderen Segmenten, Industriesektoren haben wir diesen Vorsprung abgegeben, aber an der Stelle sind wir noch richtig gut. Problem ist, wie trage ich das rein in die Investorenwirklichkeit? Wenn wir betrachten, die beiden deutschen Firmen, CureVac und BioNTech, von denen wir hören, da haben Milliardäre das Geld reingesteckt. Milliardäre sind in Deutschland verpönt, also da gibt es keine große Szene, die das macht. Auch in der Breite gibt es wenig Biotech-Investoren, auch in der Fondsbranche, also in meiner Branche, die da wirklich das gerne mitmachen. Die Szene ist ziemlich ausgestorben. Was dazu führt, dass dann eine BioNTech in New York an die Börse geht. Oder vor ein paar Jahren die Quirgen, die sich in Holland listen lässt, weil das irgendwie verwaltungstechnisch einfacher ist. Oder ich denke auch mal eine Saatgutforschung, die wird wahrscheinlich Bayer eher bei Monsanto ansiedeln, weil in Deutschland vielleicht die Felder zerstört werden. Also wir treiben nach der Grundlagenforschung die guten Firmen häufig außer Landes. Und das ist dann auch nicht nur eine Diskussion, die man haben könnte, wenn jetzt BioNTech zum Beispiel Aktien an der Firma vergeben würde, an die Mitarbeiter, sind die steuerlichen Konsequenzen extrem nachteilig. Auch da kann ich nicht die Mitarbeiter motivieren, nach dem Erfolg, indem ich ihnen Aktien gebe, weil das steuerlich vollkommen nachteilig ist. Das System ist nicht durchdacht in Deutschland. Das System, es fehlt eine Infrastruktur aus Anwälten und Wirtschaftsprüfern, die das können und von Investoren. Und die Szene existiert in Deutschland nicht. Darum glaube ich, Grundlagenforschung klasse, die Kommerzialisierung findet häufig woanders statt. Hoffentlich tut sich da was oder hoffentlich hören da jetzt auch mal ein paar Politiker zu. Wir haben eine zweite Frage und das ist witzig, das wäre die Frage, die auch bei mir als zweites auf dem Zettel steht. Wenn man Sie sprechen hört, dann finde ich es immer wieder erstaunlich, wie Sie aus Alltagsbeobachtung, möchte ich das mal nennen, wobei Ihr Alltag, glaube ich, anders aussieht als bei vielen anderen. Sie sind sehr wissenschaftlich orientiert und da unterwegs, machen botanische Reisen. Aber aus diesen Erlebnissen, aus diesen Erfahrungen gewinnen Sie Investitionsideen. Jetzt fragt einer unserer Zuschauer, wie stellen Sie fest, welche Firma erfolgreich sein wird, in Klammern Buffett-Analogie der Autofirmen in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts? Ja, das war eine tolle Analogie. Von den Tausenden von Autofirmen sind drei durchgekommen und zwei pleite gegangen. Das war eine wirklich interessante Beobachtung von Buffett. Wer kommt durch? Ich weiß es natürlich nicht. Was aber hilft, sind unsere Research-Werkzeuge. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich gebe das Stichwort Neoantigene. Ich lese im Artikel vielleicht von Frau Groß Neoantigen. Was ist denn das eigentlich? Und dann ist es wohl wieder auf der Zelloberfläche, ähnlich wie das Spike-Protein, ein Signal der Krebszelle, hier bin ich bin bösartig und du kennst mich noch nicht, ich bin Neo, ich bin Antigen. Körper, du kannst das machen, aber du kannst mich auch ignorieren. So, das habe ich dann verstanden. Und dann forschen wir im Grunde alle Firmen durch, die im Geschäftsbericht oder in einem Analystengespräch das Wort Neoantigen haben. Da kriege ich dann 10, 20, 30 Firmen an. Und da hilft wieder die künstliche Intelligenz? Noch nicht an der Stelle, ja, ein bisschen. Oder? Ja, die kann mir Hinweise geben. Schauen wir noch mal da und da und da. Gerade aktuell das Thema, finde mal Firmen, die auch Nocio-Sox-Off-Produkte haben. Firmen, die solche dramatischen Aussagen machen. Firmen, die sagen, wir haben unsere Effizienz um 80%, die Kosten um 80% gesenkt. Da hilft mir die künstliche Intelligenz schon, diese Firmen zu finden. Aber was ich einfach gleich mache, zu Fuß, welche Firma erwähnt wen wie. Und diese Cross-Referenzierung der Firmen untereinander ist ganz interessant. Und so lese ich im Geschäftsbericht von der einen Firma, dass sie auf Apparaten oder mit Werkzeugen von Personalis arbeitet. Dann dachte ich, aha, das ist offensichtlich ein anerkannter Dienstleister in dem Bereich und gehe dann da rein.
Unbedingt wichtig ist immer zu wissen, haben die ein echtes Geschäft? Es gibt so unendlich viele Firmen, die ganz tolle Konzepte haben. Ja, die würden den ganzen Tag könnten hier präsentieren. Wir werden hin und weg, weil das so großartig ist und zur Welt bewegen. Für mich immer der echte Test, haben die auch Kunden? Mhm. Arbeiten die mit anderen zusammen? Tauschen die sich aus? Stehen die im Wettbewerb? Kriegen die Geld für das, was sie anbieten? Und wenn ich weiß, dass da die Zahl der Kunden sich von 5 auf 10 auf 15 erhöht hat und dass die großen Weltpharmafirmen dabei sind, dann habe ich den Eindruck, da wird was draus. Ob sie das rechnet, weiß ich noch nicht an dem Punkt, aber ich weiß, die werden überleben. Wann trennen Sie sich auch mal wieder von einer Entdeckung? Ja, es gibt immer mal wieder Fälle, wo ich denke, das war ein One-Hit-Wonder. Ein klassischer Fall, ganz aktuell. Das kam aus der künstlichen Intelligenz. Der Kollege aus der Textanalyse hat sich einfach angeschaut, wo stehen Medikamente kurz vor der, in der Phase 3, kurz vor der Zulassung, in dem letzten Jahr vor der Zulassung, wo wird darüber berichtet und wann kommen die auf den Markt. Und dann hat er auch wirklich Firmen gefunden, die in der Zulassung sind. Da kommt jetzt bald was Großartiges. Und dann kommt sowas raus und dann wird die übernommen, die Firma. Und also aktuell die Firma Chiasma war das. Und dann ist auch Schluss. Viel lieber habe ich das, wenn die Firmen Plattformen haben, die man hochmultiplizieren kann, auf andere Gebiete ausweiten kann. Die Frage stelle ich mir ein bisschen bei BioNTech. Sie haben das Unternehmen ja jetzt häufig erwähnt und haben auch den Umsatzsprung da gezeigt. Das ist ja ein bisschen aber auch schon, ist natürlich bewundernswert, aber auch ein bisschen beängstigend. Und man fragt sich, wie lange schaffen die das auch eigenständig zu bleiben oder nimmt Pfizer sie doch? Und sind die da nicht auch überfordert, so junge Unternehmen mit einmal mit so einem Wachstumssprung? Da muss man ja erstmal aufgestellt sein. Das muss man können. Ich war am Anfang ziemlich skeptisch. Also ich wusste vor dem Börsengang schon, dass BioNTech hochinteressant ist, weil ich in der Szene immer wieder gehört hatte, den Namen gehört hatte. Und dann war die Frau Maas, die eben heute Nachmittag auch vortragen wird und war bei uns im Büro und ich habe gedacht, Leute, ihr nehmt euch ein bisschen zu viel vor. Ist ja toll mit 4 Plattformen, ihr seid ja noch nicht, ihr habt nicht ein Medikament draußen. Wie wollt ihr das denn schaffen? Was ich aber erlebt habe im letzten Jahr ist, dass BioNTech keine Fehler gemacht hat. Der ganze Prozess des Ausrollens, des Testens lief aus meiner Sicht zumindest fehlerfrei ab. Da war keine Verunreinigung in irgendeiner Forschungsstätte, da waren keine Nebenwirkungen, die man nicht beachtet hatte. Es lief alles ganz sauber. Und das war sehr Schnelligkeit. Wahnsinnig, wahnsinnig. Und auch das Thema mit den Patenten, das war auch eine interessante Diskussion, die wir hatten mit BioNTech. Wenn ihr die Patente freigeben müsst, da sagten die, ach, wir haben die nächsten Wirkstoffe schon in Arbeit, das können wir machen, aber die nächste Generation ist schon da. Und darum glaube ich, dass die nächsten Schritte gut werden. Wenn von diesen 4 Plattformen eine nur durchkommt, reicht das vollkommen aus, um den Börsenwert zu rechtfertigen. Okay, mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt eigentlich in der Pause. Vielleicht nur eine ganz kurze Antwort, bei mir dauert es immer einen kleinen Augenblick, ehe Ihre Fragen dann hier auch ankommen. Jetzt haben wir noch die eine. Der Kiagen-Chef hat vor 2 Jahren schon bemerkt, dass fast nur noch IT-Fachleute einstellt. Hat man in den nächsten Jahren genug Fachkräfte für diese Revolution? Bitte ganz kurze Antwort. Und das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass viele der Fachkräfte in der Analyse der Daten in den USA sitzen und nicht hier. Von daher ist eine gewisse Vermutung, dass vieles rüberwandert in Richtung Silicon Valley.